Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Ziemlich spät heute. Mit einem neuen Odin war shoppen. Also teilweise ist es nur ein Odin war shoppen. Ich habe auch noch was von Devolo bekommen. Da war ich am überlegen, ob ich da ein Vor-Unboxing mache. Aber ich werde es dann hier in dem Video jetzt mit drin nehmen. Und hier habe ich mir noch was geholt. Also nicht für mich geholt. Für meinen Bruder. Ihr habt ja gemerkt, dass in der letzten Zeit, also in den letzten Tagen, halt ein bisschen wenig Licht kam. Ich hatte halt ein bisschen viel um die Ohren wegen meinem kaputten Auto. Ich habe jetzt ein neues Auto. Da werde ich auch noch ein Video zu machen, das habe ich auch schon gesagt. So. Und da habe ich mir ein Radio geholt, also nicht für mich, für meinen Bruder, weil das Radio, was bei mir drin ist, wollte er eigentlich ausbauen in seinen Golf 6 mit übernehmen. Und hat er gesagt, aber pff, ehrlich gesagt, ja, keinen Bock drauf, das auszubauen. Ob ich ihm neues kaufe, dann kann er das drinnen lassen. Ist so ein gutes Radio, ein teures Radio. Und ich habe jetzt hier ins gekauft für ihn, was er sich denn verbauen kann. Weil da ist nur auch so ein Standardradio drin im selben Jätzchen. So, und das ist hier jetzt Kabelei. Oh, leck mich doch am Arsch. Warum? Und da ist jetzt das neue Radio. Weil er wollte jetzt unbedingt eins mit, hier oben kommt die CD bzw. DVD rein. Und der wollte unbedingt mit SD-Karte haben und so. Mal gucken. Hier sind noch Kabel dahinter dabei. Ich sehe hier irgendwie nicht gerade. Stand auch in der Beschreibung. SD-Karten-Slot, bla bla bla. Aber ich finde hier gerade keinen SD-Karten-Slot oder GPS oder so. Nicht, dass die das falsch geschickt haben, weil dann kriegen wir Hals. Ach, GPS, hier ist die GPS-Antenne, kann man ranschrauben. Aber, also auf den Bildern hat man das gesehen, wo man da drin steckt, aber hier sehe ich das jetzt nicht wirklich, hat auch ein Mikro. Nicht, dass ich das zurückschicken muss. Weil ich sehe hier ehrlich gesagt, nicht wirklich, wo hier eine SD-Karte reinkommen soll, beziehungsweise USB. Er wollte ja USB unbedingt. Ja. Da muss ich echt dann noch mal Kontrolle machen, weil Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser, wisst ihr ja. So. Ich werde mal hier wieder ruckzucki fixi einbauen. Zack! Ach, falsch rum. Moment, ich bin gleich fertig. So, dann haben wir hier noch ordentlich hat drinnen, glaube ich. Ah, hier haben wir dann praktisch die Stecker, die ins Autoradio kommen und beziehungsweise am Auto. Was haben wir denn hier noch? Noch mehr Stecker, Chin-Stecker in allen Varianten. GPS. Also hat es definitiv GPS. Weil ihr wollt unbedingt ja mit Navigationssystem und SD-Karte in einem. Was mich jetzt ein bisschen stutzig macht, ist diese SD-Karte. Beziehungsweise USB wollte. Und hier ist nichts mit USB. Aber ich habe ihm das bestellt, was er sich ausgesucht hat. Haben wir hier
verschiedene Sprachen vielleicht drin? Ne, alles in Englisch. Das ist schon mal richtig toll. Naja. Also das muss er dann überprüfen. Wenn nicht, dann muss ich das nochmal zurückschicken. Und ein anderes holen. eBay? Ich habe da bei Amazon bestellt. Naja. Rücksendenummer. eBay-Benutzername. Ja, hier steht auch eBay-Benutzername. Ich habe es doch aber bei Amazon bestellt. Sehr kurios. Ja, das werde ich jetzt gleich auf jeden Fall nochmal in meiner Bestellung überprüfen, was die mir da geschickt haben. Weil ich sehe nicht wirklich USB. Das kotzt mich gerade ein bisschen an, weil ich habe extra darauf geachtet und er ja auch, da das USB hat, weil er das ja unbedingt will. Jetzt machen wir nochmal schnell das von Devodo auf, dass ihr seht, was in der nächsten Zeit auf euch zukommt. Das mit dem Radio lässt mir jetzt keine Ruhe, das nervt mich jetzt. Oder ich habe wieder nur die Hälfte gesehen, kann auch sein, dass es so ein Stecker ist, den man dann innen drin unterm Radio lang gemacht und dann irgendwie an der Konsole, dass man da dann aussieht wie ein Knopf und den man wegmachen kann und dann ist da USB. So, hier haben wir dann wieder einen Brief von Devodo. Und dann haben wir hier einmal, so falsch. So, erstmal will ich euch das zeigen. Home Control Center Wassermelder. Der sieht so ein bisschen aus wie der Bewegungssensor und so. Und der hat dann unten so ein Kabel dran. Der baumelt dann so runter. Und der misst dann halt das Wasser. Also ob da Wasser ist. Und dann haben wir zusätzlich noch eins. Das ist die Home Control Alarmsirene. Ja, die kann man dann in der Nähe oder im Flur oder im Wohnzimmer machen. Und dann, weil man steht ja nicht ständig bei der, zum Beispiel Waschmaschine, da steht man ja nun mal nicht ständig dann drumrum. Und dann macht man die Sirene da, wo man es hört oder Mitte vom Flur, dass jeder mitkriegt. Und dann ertönt die. Und ich denke mal, durch Home Control Center, wenn man denn gerade mal nicht zu Hause ist, dann kann man das auch so machen, dass das Handy benachrichtigt wird und dass man dann auf dem Handy eine Nachricht kriegt und so, weil da bietet der Devodo einiges an. Ich lasse mich davon mal überraschen, ich bin da ganz, ganz neugierig drauf, um meine Home Control Center Einrichtung hier noch ein bisschen zu erweitern. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.